Hallo zusammen, hier ist der Jens von GEA und ich habe das Motorola Razr Eye hier vor mir liegen und das gute Stück liegt seit gestern bei uns in der Redaktion. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ich hier eine Büroklammer, eine Mikrosim und das Razr Eye liegen habe. Das hängt damit zusammen, dass ich als erste Aktion versucht habe, natürlich eine SIM-Karte in das Handy hier die SIM-Karte, die Micro-SIM-Karte in das Gerät reinzustecken. Das habe ich natürlich nicht so gemacht, wie man es richtig tut, sondern so durchgeführt. Und damit hat sich meine SIM-Karte wie ich jetzt nochmal an meine SIM-Karte komme, ohne das Testgerät oder meine SIM-Karte zu beschädigen. Das war eigentlich wie ich das schieben. Mikrosim. Die Pins müssen unten sein und so wird die SIM dann reingesteckt. Ihr kriegt von Motorola noch